Hallo, ich bin Andreas Köpke, Torwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft. Und ich habe euch einige super interessante, aber auch intensive Übungen zusammengestellt. Dieses ist eigentlich eine meiner Lieblingsübungen, weil sie sehr variabel ist. Man kann mit dieser Übung herrlich spielen, man kann intensiver trainieren. Die kann man eigentlich auch zu jedem Zeitpunkt des Torwarttrainings einbauen, weil man sie von der Intensität her wirklich variieren kann. Man kann es als reines Warm-up machen, aber eben auch intensiv trainieren. Ich fange nochmal mit der Warm-up-Übung an. Ihr bewegt euch zwischen den Hütchen. Ganz kurze Schritte, ganz locker, immer wieder zurück. In der Mitte stehen und ich schieße in die Hand am Anfang. Dann schieße ich die Bälle flach, dann kommen sie als Aufsetzer und ganz zum Schluss gegen die Laufrichtung flach ins Eck. Jeweils zwei Stück immer und dann wechselt ihr durch. Okay. Genau. So ist gut, genau. Genau, ihr könnt ruhig ab und zu mal bewegen, euch zum Hütchen bewegen, das Hütchen berühren, wie ihr wollt. Es ist rein zum Warmmachen. Ganz locker rüber, kurze kleine Schritte und steh. Genau. Sehr gut und wechsel. Wir haben bei dieser Warm-up-Übung viele verschiedene Variationen eingebaut. Flache Bälle sichern, dann eben auch als Aufsetzer kann man es machen. Man kann die Bälle auch hochwerfen. Das, was ich vorhin sagte, man kann diese Übung variieren. Steh. Genau, und runter und sichern den Ball. Gut, sehr gut und wechsel. Das Timing des Torwarttrainers ist unheimlich wichtig, dass er nicht zu früh, aber auch nicht zu spät schießt. Und wenn die Übung nicht richtig funktioniert, lieber nochmal abbrechen, neu beginnen, sich neu konzentrieren und immer wieder auf eine saubere Ausführung achten. Sehr gut. Es sind immer Situationen, die im Spiel auch vorkommen können, dass man einen Ball zu spät sieht, dass der Ball abgefälscht ist. Und so muss ich gegen die Laufrichtung reagieren. Und das kann ich im Warm-up schon trainieren, aber eben auch, wenn es intensiver wird, kann ich diese Übung einbauen. Versucht die Hände nicht zu weit zusammen zu machen. Ein bisschen mehr auseinander. Ja, genau. Sehr gut. Ah, der war zu genau. Gleiche Seite nochmal. Wichtig ist, dass die Wiederholungen nicht zu häufig sind, denn diese Übung ist doch schon recht anstrengend. Lieber Pausen dazwischen machen und dann wieder neu beginnen, 3, 4 Wiederholungen. Und dann, was ich vorhin schon sagte, was bei jeder Übung zutrifft, die saubere Ausführung. Den Ball sichern und wenn ich den Ball mal abprallen lasse, hinterhergehen, dann den Ball sichern. Auch im Spiel kann ich nicht jeden Ball festhalten, aber ich muss dann hinterhergehen, auf den Ball reagieren.